Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Dimensions. Ja, heute habe ich mir mal überlegt, ich könnte euch mal die Welt ein bisschen zeigen, was alles so passiert ist in unserer Stadt und ja, dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal in unsere Stadt. Welche Stadt bin ich? Ah, rot. Also letztes Mal war ich ja mit Dr. Blas oder Super Eli auf Erkundungstour. Haben einen Tempel gefunden. Und ja, ich würde sagen, ich zeige als erstes mein Haus. Das befindet sich hier. Ich konnte mich nicht entscheiden zwischen Mittelalter und modern. Deswegen habe ich es ja so eher Richtung modernen Baustil, aber mittelalterliche Rohstoffe genommen. Fangen wir mal außen an. Hier ist mein Mineneingang und zugleich mein Pferdestall. Hier mit dem weißen Pferd. Hier geht's runter in meine Mine. Da habe ich einen Minenschacht gefunden. Aber hier ein verlassener Minenschacht. Habe ich auch schon sehr weit erkundet. Wird dazu gebaut. Okay, dann gehen wir da hoch. Ist jetzt nicht so interessant. Ja, ich kenne mich nicht mal meinen eigenen Gängen aus. Hier wollte ich auch noch eine Minecart-Strecke runterbauen. Aber ich hatte bis jetzt keine Zeit, keine Bock dazu. Dann hier. Ich weiß nicht, ob man es jetzt hört. Habe ich hier mir eine Klingel gebaut, die hier unten drunter versteckt ist. Briefkasten. Dann hier Spendenkiste. So, da ich jede Menge Wolle übrig hatte, habe ich mir überlegt, ja komm, färbe ich sie ein und mache einfach mal einen Teppichboden. Hier mein Amboss, Kleiderschrank, steht sogar drüber. Dann hier meine Musikecke, habe auch eine Schallplatte. Hier meine Zeitungskiste, da ich ein Zeitungsunternehmen aufgemacht habe. Hier meine Verheizkiste. Ja, hier mein Hund Günther. Ja, feiner Hund. Oh, verdammt. Setz dich. Ja, gehen wir oben weiter. Gehen wir ganz hoch. Hier oben ist noch nichts. Hier wusste ich nicht, was ich reinmachen soll. Dann hier meine Superrüstung. Die ja alles verzaubert. Hier mein Feuer. Bisschen Deko mit Lapis und Goldblöcken. Hier so, ja, wie nennt man das? Terrasse. Dann hier meine Wertsachenkiste. 15 Diamanten. Jede Menge Eisen. Smaragde. Gold. Mein Bett, natürlich. So, hier dann gehen wir mal unten weiter. Halt Lagerraum. Hier. Diamantschwert. Bogen. Munition. Glaszeugs, Werkzeugkiste, Tierschaufel, hier natürlich Glück 3, deswegen habe ich auch so viele Diamanten. Dann hier Mob Drops, habe ich auch jede Menge. Ich habe hier Enderperlen, Hasenpfoten, Schleimball. Dann gehen wir hier weiter zum Redstone-Zeug, bla bla, Holzzeug und so, brauche ich jetzt euch nicht zeigen. Dann habe ich hier das für die Spenden, was da reinkommt. Dann gehen wir mal hier rein. Da habe ich hier eine Verzauberungskammer. Weil mir mal langweilig war, habe ich einfach jede Menge Bücher gemacht und mal einfach alles verzaubert. Hier Lapis. Ja, hier weiter. Nether. Nether, Ziegel, alles mögliche. Was halt Richtung Nether gehört. So, und hier hinten. Der ist noch nicht fertig. Zeige ich euch auch noch nicht. Hier habe ich mal angefangen, was zu bauen. Aber ja, das zeige ich euch vielleicht in der nächsten Folge, wenn ich Zeit habe. So, dann hier unten meine Farm. Ist jetzt nicht die größte. Ist ja auch sehr klein gehalten. Okay,
Okay, klappt noch nicht ganz. Aber das langt auch hier. Auch wenn ich nie alles eingesammelt bekommt. Dann wollte ich eigentlich hier hinten noch eine automatische Weizenfahr machen. Hat er aber auch keine Zeit oder exakt keine Lust. Ja, Haus ist fertig. Gehen wir mal raus hier. Weil die Klingel. Ich weiß nicht, ob ihr sie hören könnt. So, dann. Ja, wo gehe ich dann hin? Ich könnte mal zu Max gehen. Hier unser Spawn, den kennt man ja. So, jetzt gehen wir mal zu Eats Max. Oder warte. Mal gucken. Ja, Eats Max. Oder halt nur Max. So, ja, hier ein Steak. Und was ich sehr toll finde, also das gefällt mir sehr gut, ist, dass er hier sich kein Haus gebaut hat, wie eigentlich fast jeder, sondern eine kleine Höhle. Der hat sich einfach mal eine Höhle eingerichtet. Mülltrenner. Ja, komm. Verbrennen wir mal. Ganz am Anfang habe ich auch hier verzaubert bei ihm. Oder gebraut. Hier seine Rüstung. Sehr toll. Netherportal. Sein Zeug. Braucht man sich reingucken. Und dann hier sein Bett, sein Schlafgemach. Gehen wir wieder raus hier und gehen einfach mal weiter auf der Insel. Aber das hier gefällt mir eigentlich sehr cool, weil es einfach ist mal was anderes und nicht nur so ein langweiliges Haus, wie eigentlich jeder bauen kann. Er war kreativ und hat sich eine Höhle gebaut. So, dann hier. Scheiß Zaun. Hier, Teamküste. Ist nicht wirklich was drin. Was können wir noch rein tun? Ja, ein paar Brote. So, hier. Zeitungskiste. Da habe ich immer 6 Stück gemacht. Schwarzpulver nochmal mit. Und naja, eine Ausgabe kostet halt 5 Eisen. Hier Spenden für den Hafen. Für da hinten, da kommen wir nachher dazu. Hier unsere Tierfarm und unser kleines Häuschen. Hier mit Doppeltüren, bla bla bla. So, dann hier Hühner. Dann haben wir hier aus Zombie-Villagern. Die haben wir geheilt, normale Villager draus gemacht. Jetzt haben wir halt hier eine Villager-Farm. 15. Dann hier nochmal ein Werkzeugschmied. Wir haben insgesamt, ja, keine Ahnung, 5, 4. Bleib hier. Ja, aber. Ja, der macht halt Leder. So, gehen wir mal raus hier. Und gucken uns mal die nächste Höhle an. Die ist nämlich hier. Finde ich auch cool. Der ein cooler Türöffnungsmechanismus. Man drückt hier und dann sprinten und rein. Hier seine Höhle. Seine Rüstung. Ja, keine Ahnung, was das hier alles sein soll. Ist mir auch relativ egal. Trifft mich ja nicht. Ja, eine Katze. Dann, ja, gehen wir mal weiter raus hier. Geht aber ein Enderman. Wieder sprinten. Okay, so. Dann mal die Seite von der Insel fertig. Zu dem Leuchtturm. Ach komm, gehen wir jetzt. Ich habe nur kein Boot. Dann schwimmen wir mal rüber. Schwimmen, schwimmen. Ich finde ihn nicht so schön. Fällt mir gerade auf. Hat sehr viel Wolle gekostet. Aber mir gefällt er nicht so. Wenn man das oben da vielleicht noch ein bisschen anders machen könnte. Machen wir hier mal Fackeln hin. Hier unsere Karte. Kurz überlegen. Ja, hier ist mein Haus. Meine Insel.
Ja, mein Haus. Hier der Spawn. Tierfarm. Hier das Haus. Dann ist hier der Leuchtturm. Da ist das Hafengelände. Und hier hinten ist nochmal was. Ja. Haben Screenshot gemacht. Creeper. Verdammt. Scheiße. Okay, ja, wiederbeleben. Passiert. Okay, jetzt hängt's kurz. Ja, dann gehen wir nicht mehr da zum Leuchtturm hin. Kein Bock mehr. Ach, komm schon. Okay, Verbindung unterbrochen. Probieren wir es nochmal. Okay. So. Jetzt. Also Leuchtturm. Brauchen wir es nicht mehr hin. Hier wäre nochmal ein Zombie-Villager. Gerade eine Aufnahme. Super Deutsch. Same. Vielleicht können wir den auch heilen, also er. Nein. Du bist doch ein scheiß Pisser. Mann. Zum Glück geht ja nichts kaputt durch die Creeper. Ach egal, der ist bestimmt nachher noch da. So, dann hier. Kleine Farm. Hier waren wir auch schon. So, dann kommt ein sehr schöner Turm von Tobi gebaut. Gefällt mir gut. Hier Turm. Sehr schön. Hier Spendenkiste für den Hafen. Dann hier ein Hafengebäude. So, dann kommen wir hier zum Schiff. Das Tobi auch gebaut hat. Und hier, ja, sind Dispenser. Nein. Ja, gehen ins Wasser. Ja, gehen wir mal runter. Gucken uns von innen an. Ja, ist jetzt nicht so toll. Ich glaube auch noch nicht ganz fertig. Weiß es nicht. Ein Segel hat schon. Ich denke, da kommt noch ein zweites hin. Ja, stirb. Gehen wir mal hier weiter. Hier ist Hafengelände. Hier will ich auch noch irgendwo, vielleicht hier oder da hinten einen Kran hinbauen, wenn ich es schaffe. Dann haben wir hier Kakaofarm, also Kakaobohnenfarm. Spinne. Creep. Mann. Ey, das gibt's doch nicht, ich sehe die nie. Dann gehen wir nochmal zur Stadt. Okay, warum steht jetzt Dust MC? Verstehe ich nicht. Okay, warum jetzt auch immer der Server gerade abkackt? Verstehe ich jetzt auch gerade nicht. Ja, probieren wir es nochmal. Vielleicht klappt es ja jetzt. Okay, er hat ihn getötet. Den können wir heilen. Ja, also hier waren wir stehen geblieben, da hinten, wo mich der scheiß Creeper getötet hat. Ich habe hier schon 35 Tote. Ich denke mal, ich bin der mit den meisten Toten auf den Servern. Ich bin beim Hausbauen bestimmt auch 30.000 Mal durch den Creeper gestorben. Und ja, nervig.
So, dann haben wir hier, hier baut Benny sein Haus. Oh Gott, ich ja schon wieder. Scheiß Creeper. Okay, ich sehe zwar kein Pferd, aber. Nö, ich sehe keins. Vielleicht hat auch irgendwann Bennys Pferd umgebracht. Hier, das war Bennys Hobbithöhle davor. Ja, schlau, hat sich eine Endertruhe gemacht. Ups. Ja, dann kommen wir auch eigentlich hier schon zum letzten Teil. Hier gibt's gratis Essen. Bei Twainer. Oder was, Twainer? Warte mal, mal gucken. Ich denke mal, dass es Twainer ist. Bin mir aber nicht mehr sicher. Willkommen von Franz, willkommen von Hans. Okay, Brot für alle. Nee, ich hab. Melonen brauche ich nicht. Kürbis auch nicht. Gucken wir uns mal den sein Haus an. Okay, jetzt ist da nicht ganz so viel, aber. So, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder für diese Folge. Ich habe euch mal ein bisschen die Stadt gezeigt. Das bei den anderen Städten, ja, brauche ich euch ja nicht zeigen. Bis ihr mich eigentlich betrifft. Falls ihr noch Wünsche, Ideen, sonstiges habt, was man hier noch auf die Insel bauen könnte, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Dann können wir mal. Ups. ja, dann könnt ihr hier noch was bauen. Und ja, ich denke mal, das war's. Mehr brauche ich eigentlich nicht zeigen. Momentan. Und ja, also ciao, bis zum nächsten Mal. Yeah.